Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Resident Evil Revelations 2. Hallo, wo kommst du denn hier? Der hat da einfach so rumgelegen. So, du kannst die Dinger nochmal zerlegen. Was? Da kommt aber jemand, habe ich den Eindruck. Jo, hi. Naja, ist ja schön, dass ihr euch mit der Knarre mittlerweile one-shotten lasst. Genug erledigt, wie mir scheint. Ich frage mich, ob da drin irgendwas versteckt ist. Ne, sieht nicht so aus. No, das dürfte nie so weit gewesen sein. Stinkende Chemikalie. Ja, kannst auch mal noch einsammeln. Das ist natürlich nett. Wie sieht's denn eigentlich mittlerweile aus? Ach, der wird wahrscheinlich auch mit dem Fass sprengen können. Ich hab jeweils drei. Okay, gut. Dann kombinieren wir das mal. So, Gleichstand. Du hast jetzt aber auch nichts mehr da. Warte mal, die kannst du noch abgeben. Köderflasche, Explosivflasche. Ich mach, glaube ich, noch eine Köderflasche. Das wollte ich jetzt nicht wegwerfen. Na gut. Glücklicherweise können wir es nochmal aufheben. Hier war gerade noch was. Achso, du springst danach rüber. Ordnung. Dann lass uns doch mal schauen, was uns hier noch erwartet. Gibt noch irgendwas zum Abschießen? Sieht aber nicht so aus. Und da kommen wahrscheinlich dann rüber, wo der andere Typ war. Ja. In Ordnung. Das sieht ja auch ganz lecker aus. Sehr schön. It's a butchery for killing livestock. How many frickin' filet mignons do you have to make to produce this kind of blood? Scheint da jemand sehr viel Hunger gehabt. Hast ja noch ein bisschen was am Platz. Da wäre eine Kiste. Wahrscheinlich keine gute Idee, da reinzuspringen.
Wie gut kommen wir denn hier rein? Okay, geht. Für die Muni. Hier noch ein Explosivfass. Was haben wir denn eigentlich an... wir haben Explosiv ausgerüstet. Hi. So einer bist du. Alles klar. Dann ziehen wir uns mal zurück. Das war's mit dir. Gut. Explosiv ist dann wohl nicht so sein Steckenpferd. Was gibt's hier noch? Rubin, sehr schön. Uns hier nicht wieder rausschaffen irgendwie? Hier wahrscheinlich, ja. Schön niedrig auflösendes Blut. Gut, damit wärst du erledigt. Das können wir dann gleich noch knacken. Machen wir vielleicht am besten gerade mal. Well, gerade so. Ja. Nummer 3. Tatsächlich hier unten. So, und noch eine Erweiterungstasche für Claire. Dann bedien dich mal. Sehr cool, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wir haben wahrscheinlich mehr Platz, oder? Ja, sehr gut. Mache ich nochmal Verband? Wir haben halt noch einen. Also jetzt haben wir auch gerade relativ viel Dings. So. Jupp, ich glaube, das sollte passen. Gut, dann haben wir jetzt einmal die Möglichkeit hier mit der Sterntür. Du hast ja nichts da gelassen, oder? Mitnehmen konnten. Nö. Gut, gut. Können wir gucken, ob hier unten noch irgendwas Interessantes ist, wo du herkamst. Ah, eventuell können wir hier aufmachen. Ist ja gut, dass wir jetzt genug Zeit haben. So. Oh. Haben wir da Gegner drin? Hm, okay.
geht eh nicht. Gut, und theoretisch müsste es ja auch ja, reichen, wenn wir geduckt sind. Na gut, bis auf die da hinten. Schlüssel? Da hätten wir den Schlachthausschlüssel. Ja, wenn wir genau auf der Mitte stehen bleiben. Das ist nicht gut. Die sind halt doch langsam. Okay, das ist kein so großes Problem. Ich hoffe, ob wir das irgendwie runterkriegen. Okay, das ist doch ein Problem. Gut, das heißt, wir haben da jetzt nicht so unglaublich viel Zeit. Aber wir könnten Moria vielleicht hochbringen, das wäre vielleicht eine Idee. Das könnte sein. Ja, das würde ich dann hochheben und du versuchst da oben irgendwie das abzustellen. Dann nimm du vielleicht mal den Schlüssel. Obwohl, es reicht ja, wenn das dann jemand ausmacht. Den Rubin gönne ich mir noch. I'll take care of this. Hang tight. Gut, wir können theoretisch ja nachher nochmal hoch. Oder auch nicht, wie mir scheint. So, wir können das vielleicht auch, oder? Können wir das abstellen? Gut. Ja gut, dann... Achso, jetzt dürfen wir nicht mehr hoch. Das ist natürlich jetzt blöd. Schade. Gut, dann... Ja. Gut, hätte ich mir denken können, dass man die Kiste auch noch hätte knacken müssen. Dann das Ganze halt mit ein bisschen Zeitdruck zu machen. Lassen wir das. So, du wirst wieder durchgeladen. Ah, Schießpulver. Übersehen beim letzten Mal. Hier liegt ja auch noch was rum. Sehr schön. Ja, dann dürfen wir hier soweit alles haben. Also ab zur nächsten Tür.
Schauen, was hier noch jetzt abgeht. Hier geht es auf jeden Fall weiter. Okay. Das heißt, wir kommen jetzt auch erstmal nicht mehr zurück. Hier ist irgendwas. Ich glaube, da müssen wir halt auch erstmal hinkommen. Da ist noch ein Rubin. I see something in the tank. Beziehungsweise Saphir in dem Falle, genau. Du kannst da gerne auch hochklettern. Da wir jetzt gerade mal Zeit haben. So, da komme ich jetzt ja nicht so ohne weiteres ran, ne? Von daher... wir hätten halt hier gerade ein Schwein. Ob wir das irgendwie reinfallen lassen können. Ich meine, dafür werden die ja da sein. Hier sind auch noch... Okay, hier geht es wahrscheinlich weiter. Okay, auch hier gibt es wieder was einzusammeln. Dann machen wir das doch gerade mal sehr schön. Okay, damit können wir das wahrscheinlich bewegen. Topas. Noch eine Tür und hier wäre auf jeden Fall auch noch mal was zum Knacken. Ja, diesmal auch nur zwei Stück. Sehr gut. Einmal. Und Nummer zwei. Eine Teilebox. Gut, dann würde ich mal so schauen, wir probieren das, oder würde ich mal sagen, wir probieren das mal aus. Was sagt denn die Uhr? Ja, wir haben noch ein paar Minütchen haben wir noch. Und jetzt dreht ihr euch weg, okay. Zack. Alles klar, der braucht ein bisschen. Also relativ lange. Jetzt. Das sollte einigermaßen gepasst haben. Ja, doch, das sieht gut aus. Ha. We have to add more blood. Man, that lady is sick. Ah, genau, dann wird es hier raustransportiert. Alles klar. Okay, gut, aber das sollte ja machbar sein. Problem ist, wahrscheinlich kommen jetzt irgendwelche Gegner oder irgendwas, was uns dann aufhalten möchte. Schätze ich mal. Ich glaube, wir können es hier auch einigermaßen verteidigen. Wenn was sein sollte.
Aber gut, dann würde ich mal sagen, wir machen den Rest dann in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.